Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute dieses harte Wort Jesu im Evangelium hören und wenn wir in der Lesungsreihe das Buch Exodus beginnen für die nächsten Tage, dann ist es vielleicht gut, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Etwa die Lesung der Exodus-Geschichte, die uns ja aus der Osternacht sehr vertraut ist, wir lesen die ja nicht als eine historische Erinnerung an irgendetwas, das damals stattgefunden hat, sondern an die große Veränderung, die Gott jeden Tag aufs Neue beginnt mit uns und beginnen will mit uns. Und wir sind uns oft dessen nicht bewusst, dass wenn wir zur sakramentalen Feier zusammenkommen, wir mit Jesus durch das Feuer gehen. Die große Veränderung der Welt beginnt hier, in jeder Feier der Eucharistie. Ich fand eine sehr kritische Stimme, schon einige Jahrzehnte her, aber sie ist dann noch bedenkenswert. Wir wollen sie am Anfang der Exodus-Geschichte hören und auf uns selber beziehen. Da schreibt ein Priester: Unsere Christen gebrauchen die Sakramente wie Pastillen der Religion, wie offizielle Siegel oder Ehrenzeichen, aber sie sind nicht bereit, durch sie zu sterben, und sie haben kein Verlangen, durch sie aufzuerstehen. Sie nützen uns aus, aber sie hören nicht auf uns. Sie sind überzeugt, dass sie es besser wissen als wir, was die Religion ist. So tun und lassen sie, was sie wollen. Sie fügen dieses Dekor ihren anderen Zeremonien und diese Himmelsversicherung ihrer Lebens-, Feuer- und Unfallversicherung hinzu. Sie ergreifen Vorsichtsmaßregeln Gott gegenüber, aber sie weigern sich, ihr Leben zu verlieren. Im Gegenteil, sie bedienen sich unser, um es besser zu sichern und besser zu bewahren. Sie haben kein Verlangen, zum Leben erweckt zu werden, ein anderes Leben kennenzulernen, anders zu werden, ein anderer zu werden.